Ein Atherom ist eine gutartige Zyste, die relativ häufig vorkommt. In den meisten Fällen entsteht sie an stark behaarten Körperstellen wie der Kopfhaut. Aber wie kommt das? In jeden Haarfollikel, also dort, wo das Haar wurzelt, münden auch Talgdrüsen. Diese sorgen für einen schützenden Fettfilm auf dem Haar. Ist ein Drüsengang verstopft, kann der Talg nicht mehr abfließen. So entsteht eine verkapselte Zyste, die mit einer fettigen Mischung aus Talg und Hornzellen gefüllt ist. Ein Atherom. Von außen erscheint das Atherom als kuppelförmige Beule und verursacht meist keine Beschwerden. Wenn es jedoch immer weiter wächst oder sich wiederholt entzündet, kann es sinnvoll sein, das Atherom zu entfernen. Wie wird ein Atherom entfernt? Der Eingriff ist in der Regel kurz und findet unter lokaler Betäubung statt. Für die Betäubung spritzt der Arzt zunächst ein sogenanntes Lokalanästhetikum. Sobald dieses wirkt, setzt er einen passenden Schnitt, meistens in Form einer Ellipse. Durch die Öffnung wird das Atherom samt Kapsel herausgezogen. Der Arzt versucht es möglichst vollständig zu entfernen, damit es sich nicht erneut bildet. Danach verschließt er die Wunde mit einigen Stichen und deckt sie mit einem speziellen Pflaster ab. Nach der kleinen Operation gibt es kaum Einschränkungen. Es ist aber ratsam, ein paar Tage auf Sport zu verzichten und bei Atheromen am Kopf die Haare nicht zu waschen. So kann die Wunde in Ruhe heilen. In seltenen Fällen infiziert sie sich jedoch oder das Atherom kehrt zurück, dann ist ein erneuter Arztbesuch ratsam.